Obwohl Friaul unter Motorradfahrern eine immer größer werdende Beliebtheit erfährt, ist es eine Region, die noch nicht so bekannt und befahren ist wie beispielsweise Südtirol. Genauer gesagt ist Friaul Julisch Venetien oder auf Italienisch Friuli Venezia Giulia eine autonome Region mit der Hauptstadt Triest im äußersten Nordosten Italiens, südlich von Kärnten in Österreich. Die friaulischen Dolomiten, die karnischen und julischen Alpen sowie die kulinarischen Highlights der Region sind so vielseitig wie seine Geschichte. Ich habe euch in diesem Beitrag einige Ausflugs- und Übernachtungstipps zusammengestellt und wir beginnen mit unserem Basecamp Frasca Verde in Lauco bei Villa Santina, circa 40 Kilometer nordwestlich von Udine gelegen. Ein idealer Ausgangspunkt für Motorradtouren und schnell über den Blöckenpass zu erreichen. Bereits die Anfahrt über die Serpentinen auf die 720 Meter hohe Hochebene ist ein Genuss. Die Hoteliers sind gegenüber Motorradfahrern sehr freundlich. Die Zimmer sind zweckmäßig und das Restaurant bietet jeden Tag kulinarische Highlights, die man nicht so schnell vergessen wird. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nach der serpentinenreichen Straße kommen wir auf etwa 700 Höhenmeter in Lauco an. Lauco ist übrigens vom lateinischen Begriff locus abgeleitet und wurde im 9. Jahrhundert nach Christi erwähnt. Die sehenswerte Kirche begrüßt uns mit Glockengeläut und ich kann euch versichern, dass mittlerweile die Glocken nicht mehr in der Nacht läuten. Das Hotel Frasca Verde liegt inmitten der Karnischen Alpen und bietet einen Garten, ein Restaurant sowie Zimmer im Landhausstil mit kostenlosen WLAN. Alle Zimmer verfügen über Parkett, Holzmöbel und eine Heizung. Das eigene Bad ist mit einer Dusche ausgestattet. Leider ist 2021 die Außenterrasse erweitert worden und die schönen Motorradparkplätze vor dem Haus sind verloren gegangen. Man muss nun um das Haus herumfahren und kann im Freien hinter dem Haus in einem kleinen Innenhof parken. Steil, steiler Monte Zuccolan. Das Superlativ der Bergstraßen im nordöstlichen Teil von Friaul in den Karnischen Alpen. Schon die nackten Daten dieser Himmelsleiter klingen teuflisch. Der 10 Kilometer lange Anstieg auf den 1730 Meter hohen Zuccolan überwindet 1203 Höhenmeter. Von Kilometer 2 bis 7 beträgt die durchschnittliche Steigung 15,3%. An zwei Stellen müssen die Radler 20 bis 22% steile Rampen trotzen. Mit dem Motorrad kein Problem. Respekt vor den Radrennfahrern. Zuletzt 2014 war der Berg bereits Etappenziel der Giro d'Italia. Gilberto Simoni konnte die Etappe 2003 und 2007 für sich entscheiden. Ivan Basso 2010, zuletzt Michael Rogers 2014, der erste Nicht-Italiener. Wir fahren die Ostrampe hoch, eine zunächst zweispurige, kurvenreiche Straße, die aber dann immer enger wird, je weiter wir uns dem Gipfel nähern. Vorbei an den vielen Skiliften fahren wir hoch bis zum Pass, der auf 1750 Meter Höhe liegt.
an der Passhöhe sollte man etwas verweilen, um das wunderschöne Panorama der Karnischen Alpen zu genießen. Es geht an die Westrampe hinunter Richtung Ovaro, eine sehr eng und nur einspurig zu befahrende Straße, die durch drei enge Tunnel führt, die bereits im Jahre 1940 gebaut wurden. Mit einer Streckenlänge von etwa 10 Kilometer und insgesamt 1200 Höhenmeter, mit einer durchschnittlichen Steigung von 11,7% und Spitzenwerten bis zu 22%, geht es hinab Richtung Ovaro. Die Straßen auf dem Monte Zobelan und die drei engen Tunnels wurden wegen der Giro d'Italia immer wieder instand gesetzt. Auch wenn die Westrampe für Autos nicht geeignet ist, muss man damit rechnen, dass ein Fahrzeug im engen Tunnel entgegenkommt. Aus diesem Grunde empfehle ich euch die Anfahrt über die Westrampe hoch zum Zobelan, damit ihr auch besser mit den Motorrädern rangieren könnt. Circa 10 Kilometer kommt man in Ovaro an. Ich habe Respekt vor jedem Radrennfahrer, der diesen steilen Berg erklimmt, einer der steilsten der Giro d'Italia. Tipp Nummer 3. Passo di Monte Croce Carnico oder auch Blöckenpass benannt. Wörtlich übersetzt heißt der Pass Kreuzbergpass, der bis auf 1357 Meter hoch geht und das obere Gailtal in Kärnten mit dem nördlichen Friaul verbindet. Die Straße über den Blöckenpass ist neben dem Nassfeldpass übrigens die einzige Straßenquerung der Karnischen Alpen. Wir fahren hier von der italienischen Seite, also von Friaul aus, hoch Richtung Kärnten. Die Straße selbst ist sehr gut ausgebaut und auf der italienischen Seite kommt man in den Genuss schöner Kehren. Für einen deutlichen Adrenalinschub sorgen einige spärlich und gar nicht beleuchtete Tunnel auf dieser Seite.
Serpentinenartig windet sich die Straße hoch bis zum Grenzübergang. Dort findet man übrigens ein Freilichtmuseum, das sehr sehenswert ist. Wir fahren hier übrigens auf einer historischen Straße, denn 1809 zogen hier bereits französische Truppen in den sogenannten Napoleonischen Krieg über den Blöcken. 1866 besetzte Giuseppe Garibaldi den strategisch wichtigen Pass. Und im Mai 1915 wurde der Karnische Kamm Frontgebiet und der Blöckenpass zum Schwerpunkt der Kämpfe zwischen Österreich und Italien. Ich persönlich finde, dass der Blöckenpass der schönste Weg von Kärnten nach Friaul ist, beziehungsweise umgekehrt, und jeder Motorradfahrer einmal genossen haben sollte. Tipp Nummer 4: Sella Nevea oder der Nevea-Sattel. Der Nevea-Sattel ist ein fast 1200 Meter hoher Übergang in den westlichen Julischen Alpen zwischen der Montagekette und dem Kaninstock. Schon die Anreise ist spektakulär. Von Tolmezzo kommend fahren wir entlang der Fella, einem gigantischen Bergfluss, Richtung Moccio Udinese und biegen dann auf die SP76 bei Roccolana ab in das Roccolana-Tal. Die SP76 ist eine sehr gut ausgebaute kleine Asphaltstraße, die mit ihrem schmalen Asphaltband und schönen Kurvenverläufen hoch auf 1200 Meter dem hohen Scheitel des Nevea-Sattels führt. Diesmal haben wir leider keine Zeit dazu, aber wenn man an der obersten Kehre der Westrampe steht, dann sollte man unbedingt die 4 Kilometer lange Stichstraße, die mittlerweile komplett asphaltiert ist, befahren. Diese führt mit Steigungen von bis zu 18% auf das Hochplateau Alto Piano di Montasio. Am Ende der Stichstraße findet ihr die bekannte Rifugio di Brazza und auch eine Molkerei. Und dort unbedingt den italienischen Hartkäse probieren, der nach traditioneller Methode hergestellt wird. Ein Gedicht. Wir sind nun oben am Scheitel auf knappe 1200 Höhenmeter angekommen und fahren nun weiter Richtung Osten zu unserem nächsten Tipp, dem Tipp Nummer 5, dem Lago di Predil. Unweit der Sella Nevea auf etwa 960 Höhenmeter liegt der Lago del Predil. Von der Sella Nevea kommend fahren wir weiter Richtung Osten in das kleine ehemalige Gletschertal bis zum Lago del Predil. Er ist ein ziemlich großer See, der zweitgrößte übrigens im Friaul. Da der See bei Badegästen und Surfer sehr beliebt ist, hat die Behörde 2022 das Baden nun untersagt, aus Naturschutzgründen. Der See hat auch seine dunklen Geheimnisse.
Denn während des Ersten Weltkrieges verlief genau hier die Frontlinie zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Die K&K-Monarchie baute jede Menge Festungen, die jedoch von den italienischen Truppen eingenommen und letztendlich im Ersten Weltkrieg gesprengt wurden. Man findet viele Überreste der alten Festungen und auch der Artillerie, die als Mahnmal in den Naturschutzpark zurückgelassen wurden. Tipp Nummer 6, der Passo del Predil, der ruhige Grenzpass zwischen Friaul und Slowenien. Wenn man schon in der Nähe ist am Lago del Predil, dann muss man natürlich hochfahren an den Passo del Predil. Der ruhige Grenzpass zwischen Friaul und Slowenien hatte jahrhundertelang vor allem strategische Bedeutung. Daran mahnt noch heute das Löwendenkmal auf slowenischer Seite, das an den österreichischen Kampf gegen Napoleons Truppen erinnert, sowie einige gut erhaltene Festungsanlagen, die wir besuchen werden. Wir erreichen den Pass auf 1156 Meter Höhe und überqueren auch gleich die Grenze Richtung Slowenien. Auch wenn wir das italienische Friaul für einen kurzen Abstecher verlassen, möchte ich euch empfehlen, unbedingt in die Korytnica-Schlucht zu fahren. Vorbei geht es zunächst an der mächtigen Festung Predil mit dem Löwendenkmal und dann über die neu errichtete Hängebrücke Predil. Wir fahren dann über viele Serpentinen weiter in die Korytnica-Schlucht bis zu einer sehr mächtigen Festung der meistbesuchten Kulturstätte im Soccer-Tal und ein wichtiges Denkmal für die Verteidigung der türkischen Invasionen, der Armee Napoleons und der Angriffe des Ersten Weltkriegs. Die Festung Kluce. Tipp Nummer 7, die Grenzkampfstraße. Nicht alle Kampfstraßen, die sich an nationalen Grenzverläufen orientieren, müssen gleich für den Großteil der Motorradfahrer eine Herausforderung darstellen. Die slowenische Grenzkampfstraße ist nicht so spektakulär als das ligurische Pendant und mittlerweile auch komplett geteert. Dennoch ein kleiner Geheimtipp für jeden Motorradfahrer, denn die kurvenreiche Streckenführung auf 45 Kilometer Länge und der Ausblick auf die tolle Landschaft ist eine Reise wert. Der nördliche Einstieg zweigt in Idrisko im Soccer-Tal von der Straße 102 ab. Der Anstieg führt zunächst nach Livek, das quasi den nördlichen Basisort der Kampfstraße darstellt. Nach einem weiteren Anstieg erreicht man östlich des Ortes Livske den Kollewratkamm. Die Kammstraße führt dann weiter in Richtung Südosten am Kamm entlang bis zum Sedlo Solarjai. Mit etwa 1200 Höhenmeter ist dieser Teil der Strecke der höchste. Verglichen mit den großen Namensvettern der Westalpen ist die slowenische Grenzkampfstraße eher eine leichte Genusstour, die man auch mit großen und schweren Touren fahren kann.
Die Route, die teils entlang des Bergkamms, teils entlang der Grenzführung, immer abwechslungsreich und mit Blick auf die Karnischen Alpen geht, ist sehr schön zu fahren und ein Geheimtipp von mir. Tipp Nummer 8, der Lago di Cornino. Wir überqueren das sehr breite Flussbett des Tagliamento bei Cornino und fahren zum Lago di Cornino. Der See ist ein kleiner Gletschersee, der sich bereits vor mehr als 10.000 Jahren bildete. Bei seiner geringen Temperaturschwankungen zwischen 9 und 11 Grad bilden sich hier entsprechende Blaualgen, die dem Wasser auch die Farbe verleihen. Wir fahren weiter entlang des Ufers des Tagliamentos Richtung Nordosten, und zwar Richtung Cavazzosee. Der See hat eine Oberfläche von ca. 1,2 Quadratkilometer und ist der größte Natursee der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien. Tipp Nummer 9, Sacello Faro Giulia oder der Heilige Turm der Giulia. Wir reisen über Tagento an und überqueren den schönen Fluss Fiume Torre. Wir folgen dem Fluss Torre flussaufwärts Richtung Vetronza, um dort dann die ersten Serpentinen zu erklimmen. Hier geht es rechts ab, zunächst Richtung Monte Aperta und dann weiter Richtung Villa Nova. Enge Waldwege, leider ohne Fernsicht, führen uns hoch auf den Monte Bernardia. Angekommen sehen wir zunächst die Festung von Bernardia, ein imposantes militärisches Werk auf dem Monte Lonza. Und dann erblicke ich den Leuchtturm der Giulia, ein Denkmal zum Gedenken an die Gefallenen, die hier oben die friaulische Ebene verteidigt haben.
1962 wurde das Denkmal der Giulia neu eingeweiht, weil 2 Jahre zuvor ein sehr heftiger Sturm das Denkmal teilweise zerstört hat. Der Turm ist tatsächlich ein Leuchtturm, denn an der Spitze des Turms befindet sich ein Licht, das hier ausgestrahlt wird. Oben hat man eine spektakuläre Aussicht auf die Tiefebene des Friauls. Nach einer Niederlage hat die italienische Armee bereits im Jahre 1917 im Oktober die Festung aufgegeben. Später wurde sie dann mit europäischen Mitteln als Mahnmal zum Krieg wiederhergestellt. Tipp Nummer 10. Sella Carnica oder der Carnitzsattel. Wir fahren zunächst wieder von Tolmezzo Richtung Moggio Udinese, wo wir dann in der Nähe von Resiuta auf die Strada Provinciale 42 abbiegen, die direkt am Fluss Resia entlang führt. Am alten Trafohäuschen überqueren wir den Fluss und verlassen sogleich auch die Strada Provinciale 42, um weiter hoch auf die Sella Carnica zu fahren. Durch eine sehr schöne Talstraße geht es zunächst nach Lisciazze, um dann in die Serpentinen hoch zum Sella Carnica einzusteigen. Eine enge, sehr serpentinenreiche Waldstraße führt uns hoch zur Sella. Wer solche enge und kurvenreiche Straßen durch den dichten Wald mag, kommt heute zweimal in den Genuss. Denn die Weiterfahrt nach Uccia ist heute nicht möglich. Aber kein Problem, ein Gasthaus lädt oben zur Rast ein, bevor es dann wieder auf der gleichen Strecke zurückgeht. Das waren meine ersten 10 Tipps für jeden Motorradfahrer, der gerne mal ins Friaul fahren möchte an die italienisch-slowenische Grenze. Lasst gerne einen Like da, wenn euch die Tipps gefallen haben, dann folgen weitere Tipps für das Friaul. Bis dann, euer Jürgen.